Ich habe dich gestern gesehen. Ich versuche nur, uns zu beschützen. Michael versteht das nicht. Ich muss stark werden. Ich werde nicht zulassen. Hast du Angst, dass mir dasselbe passiert wie deiner Freundin Aisha? Natürlich. Ich habe mich damals so hilflos gefühlt. Sie sind auf meine Freundin losgegangen und ich habe ihr nicht geholfen. Ich war zu schwach. Ich hatte zu viel Angst. Naja, die letzten 50 Meter schaffst du alleine. Ich muss noch kurz weg. Sag Mutter, dass ich dein Schulbuch holen bin, das du vergessen hast. Welches Schulbuch? Das hier. Deine Schwester allein nach Hause gekommen? Nirgends. Das Schulbuch holen. Ich habe sie doch nach Hause gebracht. Als ich deine Alte war, ich war längst mit deinem Vater verheiratet und ich habe gelernt, die Haushalt allein zu führen und meiner Schwiegermutter geholfen. Und was machst du? Irgendwer komischer Sport. Du bist eine Enttäuschung. Ist alles okay? Ja, bestens. Danke. Mal wiedersehen. Wirklich? Ja, ich muss jetzt gehen. Weißt du, nur Verlierer laufen davon. Komm, schlag zu. Macht sicher mehr Spaß, als so eine alte Matratze zu verprügeln. Ich hab dich hier schon trainieren gesehen. Du kannst mehr. Schau noch mal zu. Respekt! Hör mal, ich kenne deinen Boxclub. Dort kannst du richtig trainieren. Ich trainiere lieber hier, wo mich keiner sieht. Schade. Überleg's dir doch mal. Ich weiß, du willst es. Ich sehe es an der Art, wie du kämpfst. Ist Maika immer noch sauer auf dich? Wann ist Maika nicht sauer auf mich? Das ist er. Ich will nur schnell einen Blick reinwerfen. Geh du schon mal vor. Willst du jetzt Profiboxerin werden? Was?
alles. Ich wusste, dass du kommst. Okay, ich wollte. Ich gehe, glaube ich, wieder. Nee, nichts da. Du gehst erst, wenn du diesen Boxsack da bearbeitet hast. Komm, wir besorgen dir mal Boxhandschuhe. Wenn du vor dem Schlag deine Muskeln entspannst und sie beim Aufprall anspannst, gewinnst du an Schnelligkeit. Atme dabei aus, dann werden deine Schläge explosiver. Sehr gut. Es muss dir nicht leid tun. Ich bin ein Versager. Das ist meine Schuld. Haben sie dir angetan? Ach, nichts. Es waren wieder die gleichen. Diese Schweine! Lass dich nie mehr aus den Augen. Versprochen.
legen wir los. Los. Hey. Regen, komm. Hey Selma, ich erwarte mehr Einsatz. Das bringt doch alles nichts. Das habe ich mir nur gedacht. Was ist heute bloß los mit dir? Möchtest du lieber zurück in den Wald? Stark und cool, wenn in der Gruppe ein unschuldiges Mädchen demütigt? Wahrscheinlich könnt ihr gar nichts dafür. Zum Beispiel du, Marco. Du kamst immer mit blauen Augen zur Schule. Dein Stiefvater hat dich geschlagen, stimmt's? Und anstatt es besser zu machen, tust das Gleiche nun einem unschuldigen Mädchen an. Denkst du, dein Schmerz lässt so nach? Ein Scheiß tut dir das. Ihr habt jetzt die Möglichkeit zu zeigen, dass ihr nicht Opfer eurer Vergangenheit seid. Richtig cool und stark ist, wenn du genau diesen Emotionen widerstehen kannst. Wenn du nicht zu der Person wirst, die du so gehasst hast. Komm, wir gehen. Wusste ich's doch, du hast es übel drauf. Und hey, das lässt du dir jetzt von niemandem nehmen, hörst du? Wenn Maika erfährt, was du für mich getan hast, dann sagt sie bestimmt nichts mehr gegen deinen Sport. Du hast mir mal gesagt, im Sport gewinnt immer der, der mental stärker ist. So ist es. Und du bist stark. Jetzt schon.